Ein herzliches Willkommen und Hallo. Da sind wir mal wieder mit einem weiteren Let's Play Leline. Fein, fein. An diesem wunderschönen Tag, der gerade bei euch angebrochen ist, zu Ende gegangen. Zumindest latent vorhanden war. Und was machen wir heute? Also wir machen das übliche. Blödsinn, Kreisrennen, Baumspringen. So Zeug halt, ne? Was man so tut. Wir haben wieder Musik. Musik kommt immer aus der Konserve. In diesem Fall meine Lieblingskonserve, Jamendo.com. Dort habe ich gefunden Zero Page. Das ist die Gruppe. Der Künstler, der Artist. Derjenige, welche oder diejenigen, welchen, welche diese wunderschöne Musik für uns in der Lieblingsform von uns allen dargebracht haben. Das Album heißt Ambient Pills Update. Ambient Pills Update. Und ja, so sieht das aus, so hört sich das an. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit schon, was ich machen wollte eigentlich. Aber eigentlich könnte ich ja jetzt mal losrennen. Weil die Sache ist halt die, wir suchen ja immer noch die Verbindung zwischen den Höhlen. Und ich glaube, das werde ich jetzt einfach mal tun. Die Verbindung zwischen den Höhlen zu finden. Wird schon wieder Nacht, aber das ist uns ja egal, weil wir gehen ja eh runter in den Keller. Das können wir hier nochmal zumachen, weil wir versuchen ja auf der anderen Seite, also drüben rauszukommen. In der anderen Höhle. So, und hier, was war hier? Hier ging es runter. Ich glaube, wir müssen noch eine Ebene tiefer latschen. Weil ich glaube, dort drüben haben wir die größte Chance, ja. Hallo, Skelett. Die größte Chance, den Durchbruch zu finden. Und warum ist denn hier immer noch kein Licht? Dann war ich hier schon so lange nicht mehr. Mit diesem kleinen Wasserfällchen. Ich habe ja eben auch gesehen, hier habe ich echt noch was draußen liegen lassen. Also holen wir uns die mal kurz. Eben schnell und wuseln dann auch so gleich weiter. Und zwar hierher. Wasserfall noch gelassen. Wasserlauf noch nicht abgestellt. Jetzt aber auch mal durchführen werden. Weil wir suchen ja einen Weg. Ganz viele Ressourcen noch. Tja, und diese Höhle ist ja bei weitem spannender als die andere drüben. Die drüben war ja natürlich gewachsen. Hier durchzieht sie noch. Also hier wird sie noch durchzogen von Stollen und ähnlichen. Und wir wollen ja in diese Richtung grob eine Verbindung finden. Ich hoffe, ich kann mich dann nachher auch immer noch so gut orientieren, dass wir das dann hinkriegen. Also auf jeden Fall hoffe ich am Ende den Weg nach Hause wieder zu finden. Soweit erstmal der grobe Plan. Und ja, hier ist jetzt nicht so viel los gerade. Das finde ich auch gut so. Das heißt, wir können uns ja noch ein bisschen Zeit nehmen, uns auf dieses Vorhaben dann auch einzustellen. Ne? Oder so. Ich überlege gerade. Aber eigentlich kann ich auch dort Brücke machen. So. Mit rumhüpfen ist auch scheiße. Ich meine, das ist ja grob schon mal die richtige Richtung hier.
darüber so. Ja. Meine erste Spitzhacke schon wieder Marsch. Aber zum Glück haben wir ja noch ein paar bei. Ist nicht so, dass wir davon nicht genug hätten. Gerade. Plüpp, plüpp, plüpp. Und düster war's. Um die Ecke herum. Kohlefeld. Ah, die grobe Richtung stimmt auf jeden Fall. Oh, Creeper haben wir auch schon gefunden. Also dem Finden von Diamanten steht nichts mehr im Wege. Ja. Definitiv nicht. Ein Spinnenspawner. Naja, fängt ja gut an. Und die Kiste nehmen wir auch mal noch mit. Und ich glaube, wir machen den Spawner einfach mal kaputt. Sicher ist sicher, Raum ist ausgeleuchtet. Und weiter geht's. Eingang ein bisschen größer. Immer noch so viel unerkundetes Land hier. Hin. Das Ende hätten wir jetzt schon abgefrühstückt. Ja, zum Glück gibt es hier ja auch noch eins. Ach ja, und manchmal noch mal eine Kleinigkeit zwischendurch. Schon wieder einem der Magen. Jo. Das war der Dirt, den wir mit hatten. Hm. Sehr schön. Redstone, auch immer wieder beliebt. Und gerne gesammelt. Dunkelmachen auch immer wieder beliebt und gerne durchgeführt. So. So, aber die grobe Richtung, also ich glaube, also die Höhle drüben erstreckt sich ja auch sehr weit. Wir sind jetzt ein bisschen zu weit Richtung Strand gelaufen. Also da, wo die Seebrücke jetzt steht, aktuell. Finde ich. Also hätte man... Also die Richtung ist zwar grob richtig, aber im Detail dann doch ein bisschen zu schief. Da hinten ist auch noch was, aber es ist mir egal. So. Sip, 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 sip. Oben. Menschenfleisch. Ja. Nett hier. Ignorieren wir es erstmal und holen uns mal die Rohstoffe.
du dich daran, dann kommst du auch nicht gleich auf den Trichter, dass wir uns umbringen wollen. Das heißt, ich kann das hier auch auf jeden Fall. Kann das hier auf jeden Fall auch mal so benutzen und durchführen. So, hier sind wir hochgelaufen und hier müssen wir noch rüber. Creeper. Hier oben ist auch was. Ein bisschen Licht ins Dunkel. Steht auf jeden Fall ein Creeper rum, da hinten läuft Wasser. Und hier unten gibt es eine Verbindung, die wir uns gleich mal antun. Mal gucken. Da ist diese Minecraft-Welt doch sehr beeindruckend. Da gab es bei 9gag heute, gestern, ein tolles Foto. Also Foto im Sinne von, es gab ein Bild. Da hat jemand sich mal die Mühe gemacht, die Größe der Minecraft-Welt umzurechnen auf so reelle Größen von Welten. Eine Erdenkarte daneben gemacht. Und ja, wir haben in Minecraft mehr Platz als auf der Erde. Ach, da ist er. Hierher, dann ziehen wir uns mal. Ja, genau. Ja. Warum haut man eigentlich immer zweimal daneben? Nächste. Ja. Irgendwie ist sinnloses Draufkloppen effektiver als gezielte Sprungschläge. Also gut, wenn man trifft, wahrscheinlich nicht, aber. In einem Fall ist ja Treffen dann eine relative Größe. Da sind sie auch. Zu was nutzen die Creeper? Ah, hier waren wir schon. Da ist ein bisschen Lava. Was? Nee, da war nichts. Huh. Ah, da war doch was. Also im Endeffekt werden wir uns hier einfach nur verirren. Ach doch, hier waren wir schon. Das war die andere Höhle, wo wir vorhin nicht hin wollten. Das ist doch gut zu wissen. Hier wollten wir nicht hin und sind trotzdem angekommen. Herrlich. Wie immer. Ja. Ja, ja, zwei von den Mistviechern gleich. Vorbei. Ist gut. Hängt da eine Ecke fest. Umso besser. Jetzt nicht mehr. Ja. Ich schon fast tot. Nicht gut, aber nicht zu verhindern. Mehr zu essen. Krass. Oh, 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 oh.
nicht. Sind wir echt schon wieder so weit hier drin in der Höhle? Naja, auf geht's. Ein paar Ressourcen liegen hier auch noch rum. Nehmen wir einfach mal mit. Haben wir auch die erste Welle, den ersten Angriff hier gut überstanden. Also weiter geht's. Ausschalten. Wieder gerne. So. Also anscheinend haben wir hier einen vollkommen neuen Teil der Höhle entdeckt. So dass uns das jetzt hier alles nichts bringt. Außer qualvolle Schmerzen wahrscheinlich beim Sterben. Kommentieren Sie immer das Offensichtliche, sagt er zu mir. Was? Ach, da oben. Also ressourcentechnisch sind wir hier gut dabei. Ach, jetzt sind wir da hinten. Okay. Man so viel liegen lassen. Lapsus Lapsuli, Lapis Lapsuli. Und weiß nicht was, ey. Mir dachte, ach, leuchten wir nochmal ein Stück aus. Und jetzt liegt es da hinten so. Vollkommen ungenutzt. Gewundert, warum ich erst so wenig Kohle habe, aber dann ist mir aufgefallen, ich habe ja gar keine Kohle abgebaut. Könnte ein thematischer Zusammenhang bestehen. Also im Groben glaube ich jetzt mal so, dass das passieren könnte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ach so, wie Redstone auch, ey. Ja, 5er Felder von Redstone. Nicht schlecht. Okay, Lava. Lava ist nicht gut. Lapis Lapsuli. I found you. Oh, hier ist noch mehr Lava. Und dann nehmen wir hier mal die Wand auseinander. Das sieht mir hier nach einer Treppenwand aus. So. Viel Kohle auch. Ganz viel Wasser. Tja, inzwischen habe ich die Orientierung, wo hier vorne, hinten, oben, unten ist, gänzlich eingebüßt.
Also auch nicht so schlimm, bei diesem Kohlefeld hier geht einem ja das Herz auf. Oh Mann. So, ich werde mal nicht tiefer graben im ersten Schritt. Ich habe Angst, dass da drunter gleich wieder Lava auftaucht. Ich rede immer am Mikrofon vorbei, ne? Ich höre das auch so ein bisschen. Mir fehlt immer noch mein Mikrofonständer. Ich wollte mir ja so eine Tischvorrichtung zum Mikrofon halten kaufen, damit ich es mal so wegschwenken kann und anschwenken kann, wenn ich es brauche. Aber ich habe immer noch diesen kleinen Tischfuß dranhängen. Der jetzt nicht toll ist, aber auch nicht so schlecht. Jetzt Kohle schon gar nicht mehr mitnehmen, weil ich so viel anderen Scheiß bei habe. Spinnenaugen. Scheiß drauf. Können wir uns auch irgendwann nochmal eine Monsterfalle verbauen. Da kriegt man genug von dem Zeug. Aber ja, dieses Kohlefeld ist echt übel groß. Wenn man sich überlegt, hier dieser Gang wäre auch noch voll gewesen. Mann, das wäre ein Fest. Er hat zwar eine Spitzhacke für einen. Oh, oh! Alter! Für eingebüßt. Das wäre ja gar nicht so schlimm gewesen bei der Menge an Kohle, wollte ich gerade noch ergänzen. Kommen die denn hier? Ach, die kommen da oben aus dem Gang. Guck mal hier mal ein bisschen auf. Das ist besser. So. Wie die Motten im Licht, ne? So. Was haben wir jetzt hier noch? Ganz und gar dunkel. Oh Mann, ey. Das war echt eine super Idee, sich das hier so mal zu überlegen, dass man das machen könnte. So mit Suchen und so. War echt super. Gemein, dass die Viecher mich sehen, aber ich sie nicht sehen sehen kann durch die Wände. Das ist echt unfair. Er hat mich nicht erwischt und ich habe jetzt einen Eingang in diese Grotte. Tada. So. Ja, ja. Alter Falter, ey. Ist man hier gerade noch am. Ach, hier geht's nicht weiter. Was für ein Scheiß.
Ah, Sand. Sand heißt doch was. Ah, Sternenhimmel. Ja. So, wo sind wir? Oh. Fuck. Okay, also mittendrin. Weit entfernt. Da hinten wollten wir eigentlich hinkommen. So ein Scheiß. Ah, wieder runter. Hm. Ich ertrinke, während ich einen Schluck trinke, ey. Und schmeiß vor lauter Schreck meine Schippe weg. So. Ja, wie macht man das jetzt hier am blödesten? Ich würde sagen, wir machen das hier einfach mal zu. So, damit ist das hier eingekesselt, das Wasser. Und wir wissen, wir haben einen Ausgang gefunden. Das ist zwar nicht der, den wir wollten, aber wir haben immerhin einen Ausgang aus dieser Höhle. Die ist schön. So. Ach ja, so, Durchbruch. Einmal weg. Zweimal weg. Licht. Das heißt, da waren wir schon mal oder da ist Lava? Ah, hier sind wir. Okay. Ach, da geht's auch schon wieder weiter. Ja, nee. Ist gut. Okay. So. Das heißt, neue Fackeln braucht das Land. Ich war eben ganz viel Eisen, das hole ich mir erstmal. Weil so viel Eisenwerkzeuge, wie wir jetzt verbrauchen, sollte der Nachschub an dem Eisen nicht gestört werden. Oh, da ist noch mehr. Wow. Das ist, glaube ich, das größte Eisenvorkommen, was ich jemals gesehen habe. Boah. Das ist eigentlich jetzt auch gleich weiter mit Kohle. So, da oben ist nichts mehr. Nee. Thank you.
geht's. Also Eisen ist hier gerade überfrequentiert. Also, wow. Ja, genau. Hier waren wir nämlich auch schon. So. Hier wird es hingespült. Das Ganze. Das ist auch nochmal Eisen. Jetzt habe ich irgendwie Glück, jetzt sind hier gar keine Viecher, gleich zischt's hinter mir. Jetzt aber von ausgehen, ey. So, ich muss mal das Wasserzufuhr hier abbrechen, unterbinden. So. Das ist nämlich der Teil hier. Etwas wasserlos. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch gleich mal ausschalten. Und apropos monsterlos, da ist es ja. Weil wir haben jetzt oben gar nicht die Kohleader komplett ausgehoben. Naja. Ach, das ist ja schon die nächste. Ach, Eisen. Eisen ist sowieso wichtiger als Kohle. Kohle haben wir jetzt schon fast eine Kiste voll. So. Habba habba. Hier, fast tot und es sagt mir keiner. So, ich würde mal sagen, nach diesem doch, imposanten Erfolg. Ja, doch, so könnte man das nennen. Also wir haben jetzt immerhin schon den Weg in die Mitte des Sees gefunden. Das heißt, wir können da dann irgendwann mit einem tollen Bauwerk anfangen. Weil will ja auch zur Seebrücke passen. Ich glaube, da bauen wir uns ein Unterwassergebiet mitten in diesem See. Anbinden können wir es dann halt über... Naja, gar kein Platz mehr für den ganzen Scheiß, den ich abgebaut habe. Auch gut, anbinden können wir es dann irgendwann hier über dieses Tunnelsystem. Ach, siehste, ist ganz leise geworden, ne? Da machen wir mal kurz was gegen. Was hören wir denn noch? Da muss ich ja zwei Sachen. Ja, genau. Die hören wir. Passt auch gut. Die Border World Symphony von unserem Freund Andrei Avkimovic. Also Freund ist, naja, so Facebook-Freund mäßig, ne? Wobei nicht mal das unter dem sogar. Künstler, den wir beim Googlen im Internet gefunden haben. Welchen Freundschaftsgrad drückt das denn aus? Wahrscheinlich gar keinen. Auf jeden Fall, den hören wir jetzt wieder mit der Border World Symphony. Haben wir ja schon öfters mal gehört. Und warum haben wir es öfters gehört? Weil es cool ist. Die ist gut. Und vorher hörten wir, kann ich ja jetzt auch nochmal sagen, eine Combo, ein Artist, eine Gruppe namens Zero Project, wollte ich schon sagen. Also hießen die doch gar nicht, oder? Warte mal. Scrollen. Zero Page. Ambient Pills Update war das erste Album, was wir gehört haben. Und jetzt nochmal die Border World Symphony.
werde dann mal sehen, dass ich das vielleicht in zwei Teile zerteile. Dass es dann vielleicht nicht ganz so viel wird auf einmal zum Gucken. Zweieinhalbe Stunde ist doch gut, oder? Das ist doch ein guter... Ach, davon haben wir auch so viel. Ja, Kohle nehmen wir mit, nicht die Pflastersteine. So, eigentlich wollte ich ja jetzt nur noch kurz eben schnell nach Hause. Ich kann diese Ressourcen hier einfach nicht so ungenutzt in der Wand lassen. Das geht einfach nicht. Das ist halt... Da schreit der Minecrafter in mir und sagt, nimm's mit, nimm's mit. Und dann schreit er als nächstes wahrscheinlich irgendwas in der Art wie, ah! Weil ich dann von einem Creeper zerfetzt wurde oder ähnliches. Die pure Gier. Treibt mich an. Nein, also Gier stimmt eigentlich nicht. Gier ist eigentlich falsch. Das ist eher so eine Art, so eine Mischung aus Verzweiflung und Faulheit. Weil die Frage ist, werden wir hier jemals wieder hinfinden? Also wobei, doch, wir wissen ja, wir müssen nur in den See tauchen gehen. Am besten in der Nacht, dann sehen wir es auch, wo der Eingang ist. Wir haben ja eine schöne Fackel hinterlassen. Da grunzen sie schon wieder, unsere Freunde. Ach, scheiße. Ja, Hunger habe ich auch noch nicht genug. Ach, scheiß Rotten Flash hier. Ich. So. Fackelchen noch rein. Gang ist dann wohl erkundet und hat uns nichts gebracht. Naja, gut, ein bisschen Eisen. Hier gibt es ja auch schon wieder einen. Ah, das waren wir. Uh-oh. Na, schöne Scheiße auch. Zwei Bretter und vier Zäune. Jo. Ja. Und unten. Naja, gut, dann machen wir es halt auf die andere Art und Weise. Hier ist noch was zu holen, also machen wir das mal hier wieder weg. Hier mal wieder dunkel. Hier nochmal hergehen, weil hier ist ja was zu holen. Päckchen reinstellen. Hier auch schon. Nein, da ist dunkel, da wollen wir nicht hin. So, jetzt finden wir ganz schnell den Weg nach Hause, ne? Das war doch jetzt der nächste Plan. Ah ja, der Modus hat ja hier... Naja, wenn es so geht, dann geht das so. Dann geht's hier einfach mal nach oben, ne? Gönnt es ja sonst nichts. Weil es ja hier so ein bisschen eng ist. Nicht mal was dagegen. Mach den Eingang mal ein wenig breiter. Symmetrischer. So. Ja. Das ist schon mal sehr gut hier.
So, man kommt sogar ohne zu ertrinken an der Oberfläche. Ergo werden wir versuchen, diesen Weg nochmal zu gehen von der anderen Seite. Ach mein Gott, wie lange nehme ich jetzt schon wieder auf? Das müsste sein 33 Minuten plus... sind schon wieder 40 Minuten. Na, ich würde sagen, dann werte ich das mal als Teilerfolg. Und wir sehen uns bald wieder. Also je nachdem, wie ernsthaft ihr das Let's Play verfolgt, wird das sehr bald sein. Und wenn ihr es nicht so ernsthaft verfolgt, quasi noch bälder. Weil wir uns ja gleich wiedersehen. Bis dahin, ich habe noch ein bisschen Spaß mit meinem Inventory. Schmeiße hier alles mal in Kisten. Und erfreue mich der Tatsache, dass ich überlebt habe. Bis dahin, ein Wohlgefallen. Bye, bye.